Hallo aus Bangkok, Tag 2 der Asienreise von Borussia Dortmund. Gestern ist die Mannschaft losgeflogen, gestern Nachmittag in Düsseldorf. Heute Mittag ist sie in Bangkok angekommen. Wurde von rund 500 Fans am Flughafen empfangen. Da gab es ganz viele Autogramm- und Selfie-Wünsche zu erfüllen, ehe es ins Hotel ging. Hier hinter mir läuft jetzt gerade, laufen die letzten Minuten der ersten öffentlichen Trainingseinheit. Es gibt gute Nachrichten. Rüschein hat 25 Mann dabei, 22 Feldspieler und 3 Torhüter. Alle sind soweit fit und munter. Auch Rami Benzebaini, der zuletzt ja nur individuell trainiert hatte nach seinem Innenbandriss, ist ja heute voll eingebunden in die Übung. Und Nuri Sahin lässt das Ganze hier nicht locker angehen, sondern macht hier richtig Volldampf. Intensive Einheit für seine Jungs, die hier bei 29 Grad immer noch, 20.30 Uhr Outside, immer noch richtig ins Schwitzen geraten. 83% Luftfeuchtigkeit. Aber Nuri Sahin kennt keine Gnade. Der fordert hier richtig viel von seinen Jungs, verlangt viel, unterbricht sie immer wieder, verlangt sehr viel Präzision, sehr viele Prinzipien. Und genau die fordert er hier auch lautstark ein. Ja, es ist eine 6-tägige Asienreise des BVB. Heute Tag 2. Morgen gibt es das erste Testspiel gegen BG Pathum United, den thailändischen Erstligisten. Da ist der BVB natürlich klar favorisiert. Es geht darum, aber hier sich zu zeigen in Thailand, auch präsent zu sein hier. Man will sehr, sehr als nahbarer Verein zum Anfassen wahrgenommen werden. Genau darum geht es. Der BVB wohnt hier mitten im Zentrum und wie ihr seht, ist hier nur ein paar Kilometer weg vom Mannschaftshotel. Wir sind hier in Downtown Bangkok in einer ganz, ganz imposanten Kulisse. Hinter uns ragen die Wolkenkratzer in die Höhe. Hier rauscht immer wieder ein Zug nebenan durch. Es gibt hier eine große Videoleinwand. Also Unterschied zu Dortmund-Brake, wo der BVB sonst trainiert. Die Anreise hat ohne Probleme geklappt. Die 11 Stunden trotz der großen weltweiten Panne an vielen Flughäfen konnte der BVB fast pünktlich abheben in Düsseldorf und hat die gut 9000 Kilometer in rund 11 Stunden hinter sich gebracht. Die Beine sind zwar ein bisschen müde gewesen heute Mittag, aber die Mannschaft hat sich relativ schnell dann auf Tuchfühlung begeben, ist heute noch in der Stadt unterwegs gewesen. Das Cup-Trikot wurde hier gelauncht, vorgestellt. Julian Riasson, Julian Brandt, Niklas Süle, Karim Adeyemi sind durch die Straßen spaziert in diesem Cup-Trikot. Wurden natürlich auch von den Fans auf der Straße erkannt, sind mit einem Tuk-Tuk durch die Straßen gefahren. Also man will hier sich, wie gesagt, sehr nahbar präsentieren den Fans. Carsten Kramer, der Geschäftsführer, hat es gesagt, viele Menschen haben von hier, die in diesem Teil der Erde wohnen, eben nicht die Möglichkeit, regelmäßig nach Dortmund zu kommen. Und insofern möchte der BVB zu ihnen kommen. Das ist Teil der Internationalisierungsstrategie. Nach der Einheit heute ist dann tatsächlich Feierabend, denn hier sind wir schon 5 Stunden weiter als in Deutschland. Es wird euch noch eine kleine Medienrunde mit Julian Brandt geben, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und morgen geht es dann eben weiter mit weiteren PR-Terminen, Meets and Greets, Autogrammstunden und am 15 Uhr deutscher Zeit auch mit dem Testspiel gegen Pathum United. Montag ist ein weiterer Reisetag, dann schwingt sich der BVB auf, reist nochmal weiter östlich nach Japan, da geht es dann nach Osaka. Da werden wir auch darüber berichten. Fürs Erste sollen das ein paar Eindrücke sein hier aus Bangkok, aus dem schulwarmen Bangkok. Wir sind auch morgen für euch wieder mit dabei. Schaut gerne rein bei rn.de/bvb.